Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe hier auf Abubambule TV. Ich möchte euch begrüßen und heute wollen wir zusammen eine Runde Aurion spielen. Und Aurion ist ein recht interessantes und spannendes Spiel, doch bevor ich euch das vorstelle, möchte ich mich erstmal artig bei gamesplanet.com bedanken, denn die haben uns das Spiel kostenlos zur Verfügung gestellt und so können wir heute dank gamesplanet.com hier einen kostenlosen Blick reinwerfen und euch das Spiel natürlich auch in den nächsten Folgen ein bisschen näher bringen und erklären. Worum geht's bei Aurion? Ehrlich gesagt, ich habe nur eine ungefähre Ahnung. Das Einzige, was ich weiß, ist halt eben der Untertitel Legacy of the Kori Odan und dass es in Afrika spielt. Denn es ist über eine Crowdfunding-Kampagne finanziert worden und umgesetzt worden von einem Entwicklerstudio aus Kamerun. Also wirklich aus dem Herzen Afrikas. Und dass es sich dabei um ein Singleplayer-Action-Roleplay-Game handelt. Ja, mehr weiß ich noch nicht. Ich gehe davon persönlich selber so ein bisschen davon aus, dass es so in die Richtung vielleicht eines alten Final Fantasy Teils geht, weil grafisch kann ich mir nicht vorstellen, dass das jetzt auf dem aktuellsten Stand ist. Da sieht man auch schon, das Ganze ist so ein bisschen comichaft gezeichnet und insofern würde ich sagen, wir verschwenden hier gar nicht allzu viel Zeit, sondern werfen einfach mal einen Blick rein. Und dazu klicken wir hier mal auf das Menü, das ist nämlich das, was wir am Anfang haben. New Game, Load Game, Option Settings, Credits und Quit Game. Bei den Settings seht ihr, ist auch nicht besonders viel einzustellen. Man kann nur zwei Sprachen wählen, Englisch oder Französisch. Das ist so ein bisschen aufgrund der alten Kolonialherrschaft Afrikas wahrscheinlich auch geschuldet. Denn heutzutage in Afrika, was spricht man? Man spricht Englisch, Französisch, in einigen Teilen noch ein bisschen Belgisch. Und ansonsten halt die jeweiligen Landessprachen, Arabisch, Afrikanisch, ich weiß nicht, was man in den tiefsten Steppen spricht, ich habe keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Wenn ihr es wisst, seid so nett, klärt uns auf, postet es in die Kommentare. Dann habt ihr die Controls, also die Möglichkeiten, womit ihr steuert. Und da wurde ja schon am Anfang gesagt, dass es sich am besten mit einem Gamepad spielen lässt. Warum hier zum Beispiel auch bei Gameplay die Pad Vibration an ist. Die kann man zum Beispiel ausstellen, weil wir werden es ja eh jetzt mit der Tastatur und der Maus spielen. Und ja, das sind praktisch so die paar Settings, die ihr machen könnt und deshalb würde ich sagen, klicken wir einfach mal auf New Game und lassen uns mal so ein bisschen ja, näher auf das Spiel ein, so dass wir auch mal erfahren, was hier passiert. Wir sind hier in dem Garten unserer Familie, wir sind selber Enzo und blicken gerade auf die Stadt von Sama. Und denken so, dass vor uns hin leise, ihr seht das ja selber, in a few hours I'll be king, also wir werden bald zum König gekrönt. Und alle Leute zählen auf uns, dass wir sie vernünftig anführen. Und die Frage ist natürlich, ob wir dafür überhaupt bereit sind, denn wir und Irin, ich gehe mal davon aus, dass das unsere Braut ist, oder unsere zukünftige Königin, ich weiß es nicht, haben das Ngondo-Ritual abgeschlossen, was praktisch unseren Vorgängern oder Vorfahren beweist, dass wir ein starkes Band zwischen uns haben. Aber ja, wir zweifeln halt so ein bisschen, ob wir wirklich ein guter König sein werden und ob Irin vor allen Dingen die Königin sein wird, die Sama braucht. Aber was soll das? Wir sind Enzo, ja, und machen uns wahrscheinlich Sorgen um überhaupt nichts. Wir werden die hübscheste Frau in ganz Sama heiraten und die Leute werden uns vertrauen oder vertrauen uns auch jetzt schon. Und so wie wir aussehen, ich meine, guckt euch da mal das Sixpack da an, das ist doch, oder ist das sogar schon ein 8-Pack, also was auch immer, der Typ ist richtig stark. Und um so die letzten Zweifel noch ein bisschen zu verwerfen und zu zerstreuen, wollen wir noch eine Runde spazieren gehen, um zu relaxen, als Prinz von Sama ein letztes Mal. Und da sagen wir auch, das klingt gut und ja, uns fällt ein, wir könnten ja mit dem Griot auf Sama sprechen. Jetzt werdet ihr euch vielleicht fragen, was ist denn ein Griot? Ich musste dazu gestehen, ich wusste es auch nicht, ich habe es nachgegoogelt. Das geht, oder da geht es darum, dass das ein, ja, ein spiritueller Geschichtenerzähler ist, dem übernatürliche Geschichten, übernatürliche Kräfte zugeschrieben werden und der die Geschichten erzählt. Der kommt speziell in Nord- und Zentralafrika vor und hat hier aber auch schon in dem Spiel, erfahren wir, als Counselor, also als Berater des Vaters in seinen größten und schwierigsten Momenten des Zweifels oder eben auch anderen Momenten zur Seite gestanden. Und der muss wahrscheinlich unter dem Palava Tree sein. Jetzt könnte man natürlich sagen, Palava, Palava. Denn er erzählt den Kindern Geschichten. Und Bevor wir dorthin laufen, gibt es hier nochmal eine ganz kurze Anleitung. Exploration and Action. Use the left stick to move the player around. In Exploration Mode you can move Enzo in every direction. Also, das ist für die Konsole natürlich der Stick. Wir sehen es da, LS. Die haben am Anfang ja auch gesagt, dass man es optimalerweise mit einem Xbox 360 Controller spielt. Wir haben uns natürlich die Steuerung hier ein bisschen umgelegt und sehen dann hier praktisch rechts in der Reihe unsere Settings. Wir können uns also ganz normal mit den Buchstaben hier bewegen, die wir eingestellt haben. Und dann gibt es noch einen Interaktionsmodus, den wir erreichen, wenn wir auf den Controller X drücken oder eben bei uns den G-Button. Seht ihr hier, X gleich G. Und when Enzo is next to a character he can interact with, an icon appears above his head, press X button to start a dialogue. Also da haben wir die Möglichkeit, dann mit den Leuten zu sprechen. So, und wir bewegen uns hier einfach mal ein bisschen hin und her, um erstmal mit der Steuerung klarzukommen. Hier laufen ein paar wilde Tierchen durch unseren Garten. Einer schüttet hier die ganze Zeit Wasser in den Brunnen. Das ist ja ein niedlicher Hund. Das soll doch ein Hund sein, oder? Sieht aus wie ein Stück Käse. So, und dann würde ich sagen, sprechen wir hier mal mit der jungen Dame. Aber das stellt sich gar nicht so einfach raus, weil die Tastatur echt sensibel eingestellt ist. Das ist nämlich Namiya und sie pflegt den Garten der Odanes, denn das ist ein sehr friedvoller und ruhiger Ort und alle Könige von Sama und wahrscheinlich auch die Königin kommen hierher, um sich auszuruhen und zu meditieren. Und sie sorgt dafür, dass eben die Blumen immer schön grün sind und die Hecken geschnitten. Und dafür danken wir ihr nochmal, dass sie hier die Verantwortung für übernimmt, denn wir wissen, dass unsere Eltern auch schon sehr gerne hier waren und den Platz genossen haben. Und dann haben wir hier die etwas ältere, schrulligere Mami Makala. Und die begrüßt uns erstmal und fragt uns, ob heute unser großer Tag ist. Und ja, wir wollen nochmal einen letzten Ausflug machen, bevor es dann hier in die Zeremonie geht. Und dazu wollen wir in die Stadt. Und wir fragen uns jetzt total erschrocken, weil ihr guckt mal auf die Dame, die schmeißt dem Huhn da die ganze Zeit Maiskörner hin. Und da fragen wir, ob sie das Huhn nicht eventuell ein bisschen überfüttert. Und da sagt sie, nö, passt schon. Wir wollen ja nachher Chicken auf der Party essen, also Hühnchen. Und sie möchte, dass das Huhn noch einen letzten schönen Tag hat. Und das erschreckt uns so ein bisschen, weil sie das so ganz selbstverständlich sagt, dass das Huhn nachher dann dran glauben muss. Aber so sind die in Afrika, die Jungs und Mädels da, die kennen mit den Hühnern keine Gnade. Zick, zack, Kopf ab und dann wird das in den Ofen geschoben und serviert. Schmeckt dafür aber auch umso leckerer. Und die Guard, also unsere Wache hier, die begrüßt uns erstmal und sagt uns, wenn wir da den Weg weiter nach links laufen, kommen wir auf die Hauptstraße zum Palast. Und das würde ich sagen, machen wir dann auch einfach mal. Die Musik finde ich übrigens sehr cool. Ja, kann man einfach mal so ein bisschen im Stuhl hin und her wippen zu. So, hier steht eine neue Wache. Und die verrät uns, dass die Schwiegereltern und die zukünftige Königin bereits drin sind und auf uns warten. Das soll uns jetzt aber natürlich nicht nervös machen. Hier ist die zweite Guard, die uns sagt, dass die Vorbereitungen bereits abgeschlossen sind, Prinz Enzo, und wir mit der Zeremonie anfangen können. Also ganz schnell weg, weil heiraten um Gottes Willen doch noch nicht jetzt. Wir sind doch noch viel zu jung dafür. Und das hier ist Elda Madoch und der sagt uns, dass diese Höhle dort unten Odana Lituba heißt und dass alle Bewohner der Stadt von Sama hierher kommen, um ihre Vorfahren anzubeten. Und dann würde ich sagen, gehen wir doch da auch mal rein. Nochmal so kurz vor der Hochzeit ein kleines Stoßgebet, dass wir eine anständige Frau bekommen, die uns nicht den ganzen Tag voll babbelt und uns putzen lässt. So, hier ist Elder Ngambia. Und der sagt, dass sie Anweisungen von den Vorfahren für die Zeremonie bekommen. Und dass wir hier die Stimmen von denen hören können. Und hier oben die Dame, die hat so ein grünes Symbol über dem Kopf. Das ist Elder Amia. Mami Makala told me that you are a little stressed. Ja, wir heiraten. Klar sind wir gestresst. Und sie gibt uns ein paar Wurzeln und Kräuter, die wir mit Brot probieren sollen. Danach wird uns besser gehen. Und hier kriegen wir jetzt also die ersten Ginger Roots. Gehe ich jetzt mal von aus. Das sind die einzigen Wurzeln. Vielleicht hat sie uns hier aber auch ein bisschen von den Leaves gegeben. Ich weiß es nicht. Brot könnte natürlich auch sein. This can save your life when you have nothing else. 80 Stamina plus. Also das sind so diese typischen Rollenspielelemente. Wir bedanken uns natürlich brav und sagen, dass wir uns in der Tat ein wenig krank fühlen. Wobei das hoffentlich krank vor Liebe ist. Das hier ist Eldamuro. Und da erfahren wir, dass wir niemals praktisch eine Hochzeit und die Coronation gleichzeitig gefeiert haben. Aber es ist immer sinnvoll, auch mal neue Wege zu gehen, gerade auch für die neue Generation. Naja, und dann soll das hier erstmal gewesen sein. Wir gehen mal wieder raus aus dieser Höhle, wo eben unsere Vorfahren angebetet werden. Denn wir sind ja noch auf der Suche nach dem Griot, den wir da suchen. Ich weiß nicht, ob es Griot heißt. Und der soll uns ja unsere Zweifel nehmen. Mit dem wollen wir ja sprechen. Oh, hier stehen wieder ganz viele Leute, die arbeiten. Ja, die sind fleißig alle. Hier werden ein paar Töpfe hergestellt. Wer bist du denn? Hekima Changa. Time passes so swiftly, Prince Enzo. Ja, heute werden wir ein König und Ehemann. Und sie ist selber erst ein paar Tage eine Hekima. Ups. Space, ja, und dann sagen wir, stimmt, es scheint, als ob es gestern gewesen wäre, als wir durch den Regen gelaufen sind und nach Locusts gesucht haben, was auch immer Locusts sind. So, und hier sitzen auch noch ein paar Leute rum. Ich werde jetzt nicht mit allen sprechen, das könnt ihr gerne machen. Die hier sehen noch ganz lustig aus. Was machen die? Mama Beaya. I can see that the dreadlocks I did are holding up still. You have a lot of hair for a boy, I find. Also, die sagt, dass unsere Dreadlocks, die sie anscheinend gemacht hat, immer noch halten und dass wir eine Menge Haare haben. Und ja, stimmen wir ihr zu, das ist eine Kori-Odan-Family-Geschichte hier, die wir da machen. Aber wir werden auch in Zukunft hierher kommen und unsere Locken machen lassen. Denn wenn Irin das macht, ist es sehr schmerzhaft. Scheint so ein bisschen, als ob unsere zukünftige nicht gerade sehr feinfühlig ist. So, hier steht eine Hand. Ein paar Kinder sitzen hier. Ah ja, und da ist ja der gute alte Herr, zu dem wir müssen. Wir gucken mal noch ein bisschen, wo es hier hingeht. Hier fliegen die Vögel lang, da sind noch ein paar Treppen. Gut, wollen wir das Ganze nicht hinausführen? Boah, geil, Schildkrötenkämpfe. Bam, Ninja-Schildkröten, das sind die hier. Teenage Mutant Hero Turtles. Guckt euch an, wie er eben den Kick gibt. Roundhouse-Kick, bam. Krass. Warte mal, fragen wir, was die Kids hier machen. Das ist Muna Duke. Hey, you dodge well, you can do it. Ja, die feuern hier die Schildkröten an. Go on, Raffaello! Show him your ultimate legacy. Ja, also das sind wirklich die Ninja Turtles, die hier kämpfen. Jetzt wissen wir, wo die herkommen. Und na gut, wir wollten hier zu dem alten Griot gehen, denn mit dem werden wir wahrscheinlich natürlich auch noch das ein oder andere Gespräch führen. Das ist nämlich Pa Amogu. Und der begrüßt uns erstmal und fragt uns, was der zukünftige König von Sama denn von einem alten Mann wie ihm möchte. Und da steht geschrieben, I must ask him all the questions that are nagging on me. Also das sind alles Fragen, die uns praktisch beschäftigen. Und wir erkundigen uns erstmal nach der Geschichte von Sama. Und ja, a long time ago, Sama was founded by the line of the Kori Odan. Also Sama wurde gegründet, viele, viele Jahre schon her, von der Linie der Kori Odan. Und die Geschichte spricht davon, dass Nasser-Kori-Odan der erste König von Sama war. Und es ist geschrieben oder wird gesagt, dass Nasser die ohne Wände, those without walls, ja, die ohne Wände, weggebracht hat von denen mit den roten Schleiern. Veil war doch Schleier, ne? A great distance from the great Veil. Weiß nicht, ob das soweit passt, aber those without walls, the red Veil. All the stories about Sama speak of it, but no one knows what it means. Ja, also scheint alles so ein bisschen mystisch hier gerade noch zu sein. Es wird viel davon gesprochen, dass es zum einen die gibt ohne Wände und zum anderen die mit den roten Schleiern. Aber dass keiner so genau weiß, worum es da geht. Und da steht jetzt auch nur, the stories point us towards the right questions. Also die Geschichte bringt uns zu den richtigen Fragen. Junger König, aber jedes Individual, also jeder muss für sich selbst die richtigen muss die Antworten für sich halt eben finden. So, und wir hatten ja mehrere Fragen, die wir ihnen stellen müssen. Dann fragen wir nach der Rolle des Königs. Und die Rolle des Königs ist recht einfach beschrieben. Er muss seine Leute verteidigen und sie anleiten, den Pfad der Umoya zu beschreiten, der Einheit. Und ein großer Teil der Leute auf Sama are made up of the Hekimas, also stammen von den Hekimas ab und sagen... Es gibt eine Saga, die sagt, dass die das Aurion oder die Aurion einatmen könnten. Und that's what's practicing the Umoya means. Okay, das ja, bedeutet halt eben, dass das Umoya ist, was auch immer. Aber wir haben bereits dahinter gesehen, dass Umoya eben ein Weg des Lebens, ein Weg des Denkens und des Existierens ist. Und das macht Sama halt eben zu so einem heiligen Platz, der verteidigt werden muss bei von seinem König. Und der König ist dementsprechend der Beschützer. Und dann haben wir noch eine letzte Frage, ob wir denn überhaupt bereit dafür sind, hier König zu werden als Enzo. Und sagen ihm, dass wir eben heute den großen Tag haben und fragen ihn, ob wir ein guter König sein können und wie wir die anderen Leute denn überhaupt anleiten oder anführen können auf den Weg zur Umoya, wenn wir doch selber noch so viel zu lernen haben. Und sagt der Umoya, ist nur der Pfad, nicht das Ziel. Sei geduldig mit dir selbst und mach dein Bestes, das ist das Allerwichtigste. Und jetzt werden wir hier von Hekima Rabiatu gerufen. Prinz Enzo, die ruft uns erstmal. Was hat die da hinten im Rucksack drin? Sind das irgendwie Knüppel, mit denen sie uns gleich verprügelt? Und ja, wir sind so ein bisschen Panik, denn dem könnte vielleicht die Hochzeit sein. Und Hekima sagt uns jetzt, dass die komplette Palastwache uns schon sucht. Denn die zukünftige Königin verliert bereits ihre Geduld. Ja, und wir träumen so ein bisschen vor uns hin, dass hier König Enzo liegt. Er wirkt in der Nacht seiner Hochzeit. Und werden nochmal gefragt, ob wir überhaupt zuhören. Und ja, wir hören natürlich zu. Und insofern machen wir uns jetzt natürlich sofort auf den Weg. Denn wir wollen natürlich unsere geliebte zukünftige Königin nicht warten lassen. Es gibt nachher eh nur Schellen und Internetverbot. Da dürfen wir nicht mal an den PC ran und nix. Das ist doch Mist. Insofern jetzt lieber schnell zu ihr flitzen und dann zusehen, dass wir da entsprechend alles wieder gut machen. Vielleicht hat der noch ein paar Blumen für uns. Und da sagt er hat gehört, dass Irin ein bisschen wütend ist und gibt uns irgendwas, womit wir uns heilen können. Ah ja, da kriegen wir noch ein bisschen Brot und ein paar Blüten. Und dann sollten wir jetzt aber ganz schnell hier in den Palast flitzen. Und mal schauen, was denn jetzt so die schöne Zeremonie bringt. Also die Musik macht Bock. Sama Palace. Und dann gucken wir mal, was da jetzt genau passiert. So, da wird wild gefeiert. Elder Bilanda spricht, Brother and Sisters of Sama, today the light of Maisha shines in our hearts. Also alle sind freudig und das Licht von Maisha strahlt in die Herzen, alle Brüder und Schwestern von Sama. Prinz Enzo Kori-Odan, Nachfolger von Nasser, wird nun unser König und der Beschützer aller Leute. Und er bringt uns natürlich eine bürtige oder ebenbürtige Königin mit, die Irin Evu heißt. Das ist also tatsächlich dann unsere zukünftige Frau. Und Elder Amia, die wir eben schon in der Höhle kennengelernt haben, sagt, dass wir halt eben das Pärchen, welches vor uns steht, das Ancestral Ritual of Ngondo, abgeschlossen hat. Und wir sind zusammen im Wasser des Wuri geschwommen und haben praktisch da den Segen der Vorfahren erhalten. Irin ist total glücklich, lacht einfach nur und wir denken uns, dass sie natürlich happy ist und dass es halt der schönste Tag ihres Lebens ist. Und sie sagt, I hope they will get on with this quickly, my feet are really... Also ihr Füße tun ihr weh bei den Schuhen, die wir da sehen, kein Wunder. Aber sie lacht das einfach weg, ja, weil sie möchte, dass wir natürlich auch glücklich sind. So, und jetzt warten wir natürlich. Eldamuro spricht jetzt hier nochmal zu uns. And this is why we, the four elders of Sama, who embody the four wines of Du, Nia, now halo your union with the blessing of Umoya. Also da kriegen wir den Segen der vier Elders. Enzo Kori-Odan, may the woman at your side be the voice that soothes and counsels you throughout your reign. And may you both have many children of Sama. Also wir werden hier von allen, jetzt in dem Fall von Elder Ngambia, nur beglückwünscht und viele Kinder sollen kommen. Der da unten gibt sich schon direkt den Facepalm. Das ist Pa Ewu, have mercy ancestors, just a little miracle for a father. Ach, das scheint unser Vater zu sein, oder könnte zumindest unser Vater sein. Oder er hat zumindest nur eine Tochter. Das könnte der Vater von Irin sein, er hat nur einen Vater bekommen. Und der möchte nicht, dass wir sie jetzt küssen. Das möchte er nicht sehen. Mama Jode hingegen sagt, dass wir nun endlich ein König sind und fragt Nabi, ob wir dann nun hoffentlich, also dass er stolz auf uns ist und es scheint, dass er schon tot ist. Denn hier steht, you're watching him from behind the great veil. Also hinter des großen Schleiers. Und Elder Bilanda, you are now King and Queen of Sama. May your reign be prosperous. Also... da wird uns eine erfolgreiche und glorreiche Regentschaft gewünscht und wir sagen, dass sie jetzt zu uns kommen sollen und kriegen da entsprechende Antworten. Agani, my heaven on earth, also der Himmel auf Erden. Und jetzt gibt es den Kuss, oder? Arg. Pa Ewu möchte das nicht sehen. Was ist da los? Der Pa Ewu fragt sich, also Pa scheint hier wirklich für Vater irgendwo zu stehen, fragt sich, ob da jetzt seine Gebete erhört wurden, denn da kommt jemand. Prince wollte sie sagen, Hekima Shuvet, King Enzo, sorry I'm late, but on the road to the palace I saw some Ratians who were ransacking the city huts. Oh, okay, da gibt's direkt Ärger. Und Irin vermutet gleich eine Verschwörung dahinter, dass sie den ganzen Tag auf ihren Schuhen da stehen muss. Und fragt jetzt Junama, ob sie das handeln möchte. Und Nama Jode sagt erstmal nicht. Es wäre nicht ihre Aufgabe, Sama zu beschützen. Denn sie ist weder Königin noch König dieser Stadt. Also liegt es wohl an uns. Und wir fragen uns, warum sie alles nur so kompliziert macht, weil sie eine Frau ist, Jung. Das hat der Enzo nämlich noch nicht gelernt. Und Irin fragt uns, ob wir jetzt die Wachen losschicken. Nein, sagen wir, das ist absolut richtig. Als König müssen wir natürlich die Stadt verteidigen und das machen wir selber. Und wir sollen natürlich aufpassen. Und wir denken, dass das Leoritas und seine Bande von Gaunern ist. Also keine Gefahr eigentlich, deswegen gehen wir jetzt hin und kriegen noch die Frage, ob wir nicht doch irgendwie noch was vergessen hatten. Und jetzt gibt es doch noch den Kuss und der Papa da unten, der hält sich einfach nur die Hand hin und sagt, da kann ich nicht hingucken, Kinders. So, und damit machen wir uns jetzt, glaube ich, auf den Weg zu dieser marodierenden Bande, die uns hier die Hochzeit versaut hat oder zu versauen droht. Central City... So, der sieht ja schon mal interessant und lustig aus. Das ist Leoritas, in der Tat, hehe. That was really good timing. These idiots, Samians, left their huts unprotected. Also, wir haben hier alles ungeschützt hinterlassen. Und er hofft darauf, dass das heute hier der beste Tag wird, um alles abzustauben, abzusahnen und mitzunehmen. Und die klauen jetzt hier erstmal alles aus den Hütten heraus. Frechheit. Es scheint also so ein Nachbarvölkchen zu sein. Die sind anscheinend auch alle sehr viel kleiner. Und da stellt er die Frage, wo Spariatus ist. Und der ist in der Nähe des Palastes. Wollte der eine Runde looten gehen. Ja, also... ein bisschen was stehlen gehen und jetzt sehen wir hier, now that's the kind of thing I don't like, the plan was to stay here. Das ist also eine Abweichung vom Plan, das mag der Chef natürlich überhaupt gar nicht. Und jetzt hören wir, dass er anscheinend kommt und die Frage ist, warum rennt er denn? Ja, da ist er. The Soldier, get your breath back. Also hol erstmal Luft. Und was ist falsch? Und dann hören wir hier die Kori-Odan kommen. Bums! Nice! Schön gemacht. Und da sind wir zur Stelle und jetzt gibt es eine Abreibung, würde ich sagen. Leoritas, König der Ratians, also das ist so wirklich der Ratten oder wie auch immer. Boy, you and your raiders picked a really bad day for this. Ja, natürlich, Hochzeit versauen, das ist der beschissenste Tag, den sie sich hätten auswählen können. Und wir werden direkt als neuer König von Sama erkannt und werden gefragt, ob wir denn überhaupt schon alt genug sind, uns einen Bart wachsen zu lassen. Und wir sagen, wir sind in einer guten Stimmung heute. Eine letzte Chance abzuhauen, bevor ich euch hier aufmische. Und ich glaube, dieses Wah! War der Angriffsbefehl. Und Ratians geben niemals auf und heute Nacht wollen sie in Sama essen, deswegen werden sie jetzt wahrscheinlich gleich angreifen. Und jetzt muss ich ehrlich sagen, habe ich ein bisschen Panik, weil ich weiß gar nicht, wie wir kämpfen sollen. Es gab noch gar keine Schulung hier, kein Tutorial, nix. Hoffentlich bestehen wir das jetzt. Die Musik hat auch direkt gewechselt, ist jetzt in so eine Kampfmusik, ein bisschen actionlastiger reingegangen. So, und da hören wir gerade, wir sind ein bisschen eingerostet, als wir das letzte Mal gegen irgendjemanden gekämpft haben. Also geht es jetzt erst nochmal zurück zu den Basics. Das heißt, es gibt jetzt nochmal ein Kampftutorial. Basic Movements. In Combat Mode, Enzo Movements are limited to left and right directions. Press the A button to make Enzo jump. Okay. Oh, 8 Seiten. Press X to perform the basic attack. Pressing X repeatedly performs a basic combo attack. Also das ist recht einfach. X mehrfach drücken, in dem Falle gibt es eine Combo-Attacke, einmal eine ganz normale, mit A springen wir und wir können nur nach links und rechts gehen. Combo and Basic Attacks can also performed in the air, press A to jump and then X to perform Basic Combo Attacks, das Ganze können wir also in der Luft auch machen. Und press RB to summon Uriti Enzo Spear, which can be used to block enemy attacks, also mit RB können wir einen, ja, sag doch mal, einen Speer beschwören, womit wir Angriffe blocken können. Please note, however, when Enzo blocks attacks, his stamina decreases. When it reaches zero, your guard will be broken. Okay, da müssen wir also aufpassen, dass das nicht auf Null fällt. Combat techniques are unlocked while playing through the story. They are visible on the combat hub. You can equip a maximum of 3 at a time. Okay, also es gibt verschiedene Fähigkeiten, die wir noch zusätzlich im Laufe des Spiels freischalten können. Und each technique requires a certain amount of attack points, gehe ich jetzt mal von aus, before it can be used. Depending on its position on the combat head, there is a button combination for using it. Also, da gibt es dann wirklich so ein bisschen Beat'em-up-Effekte hier mit drin anscheinend. Und zu guter Letzt, using fighting techniques uses up a P. This can be restored by moving the left stick downwards to perform an Aurionic Charge. Also da können wir uns auch wieder aufladen, um eben unsere APs, die wir hier haben, Stamina-APs, wieder zu bekommen. So, und damit sind wir praktisch jetzt dran. Also, die versuchen uns anzugreifen von der Seite. Und ja, gucken, ob die kleinen Jungs das jetzt hier auch hinkriegen. Oh, da haben wir schon. Ups, warum kriegen wir denn hier nur auf den Sack? Ah. Da ist das Schild gebrochen. Machen wir erstmal den Boss fertig hier. Ein bisschen hinterher. Guard Break. Das ist schön, solange die einzeln kommen, aber da keine Schwierigkeiten mit. Zack, wir sind aufgestiegen. Dann machen wir den jetzt platt hier. Das sind die Combo-Attacken da oben, sehen wir das schon mit den Hits. So, auch der ist tot. In der Luft, bam! Street Fighter Deluxe hier. Also, das haben sie ganz nett gemacht, auch wenn das natürlich jetzt wahrscheinlich noch recht einfach ist. Ich denke, wir werden die nächste Folge... Oh, da können wir sogar beide verprügeln. Das ist natürlich ultra nice. Steht auf, ihr kleinen Ratten. Da werden wir, glaube ich, beim nächsten Mal dann doch lieber mit dem Controller als mit der Tastatur spielen. So, und damit sind wir aufgestiegen. Steht noch irgendwo einer? Nee. Sehr schön. Und damit hat der König hier seinen ersten Kampf gewonnen. Und jetzt gibt es halt den typischen Aufstiegsbonus, den man halt so erhält, wenn man in solchen Rollenspielen Kämpfe gewinnt. Und mal gucken, ob die Musik sich dann jetzt auch gleich wieder ein bisschen beruhigt und die Situation eskaliert, deeskaliert ist oder und entschärft ist oder ob das hier weiter... Na, da sehen wir schon, die liegen jetzt alle K.O. auf dem Boden und Und ja, da wird jetzt darum gebeten, dass wir die töten sollen. Und einer seiner Anhänger sagt, dass er eigentlich nicht sterben möchte. Und er sagt, der Ruhe, Soldat, blamier uns nicht in der Gegenwart unseres Gegners. Und wir sagen, ihr habt gut gekämpft und wir werden sie verschonen. Aber wir nehmen zurück, was sie geklaut haben. Und da sagen wir natürlich, take all. Und sie beschweren sich darüber, dass wir sie leben lassen. Ja, und wir freuen uns, dass das die besten Punching Bags in der Welt sind. Und ja, dass wir die am Leben lassen, bedeutet praktisch, dass wir, ja... Wo kommen jetzt die Guards her? What the hell? Wer ist er? Ein bisschen viel, obwohl ich den Palast. Meine Frau, bitte! Nein! Wer ist er denn jetzt? Also es geht Schlag auf Schlag hier. Okay. Und wir fragen, also wir werden angegriffen und fragen uns, was hier los ist. Und ja, wir sollten lebendig gefangen werden als das Ziel. Sagen halt, wir wissen nicht, wer du bist, aber egal, niemand attackiert Sama, ohne die Wut und die Rache des Königs zu spüren. Und jetzt wollen wir ihn verprügeln. Ob das so klappen wird, ich befürchte ja fast nicht. Der hat ja ein paar Guards dabei gehabt. Und ich bin ein bisschen überrascht, weil, wenn ich das richtig gesehen habe, hat er die Ratians einfach umgebracht. Ja, das finde ich natürlich nicht so gut. So. Okay. Also wir sollten uns daran erinnern, hier immer wieder mal auch unsere Hilfsmittel zu benutzen. Da kriegen wir nochmal die Info. The favorites HUD display items you want to access quickly while playing. Press D-Pad. Das ist halt wieder die Anleitung fürs Pad. Und die jeweiligen Farben, die dort dargestellt werden, sind auch die Farben, die dann hier die Balken wieder auffüllen. Always keep an eye on your meters. When they are low, there is a visual indication on the screen the same color as the meter that's low, suggesting you use an item to restore that meter. Also da werden wir nochmal drauf hingewiesen, dass praktisch das Ganze dann in den entsprechenden Farben blinkt, wenn wir da etwas verlieren. Und ja, die haben natürlich dicke Schwerter, Speere, während wir nur ein kurzes Schwert haben. Und da könnte es natürlich schwierig werden mit der Reichweite. Und ja, wir kriegen jetzt hier nochmal eine Erklärung, wie wir gegen die kämpfen. Ich würde aber sagen, dass wir an dieser Stelle jetzt, auch wenn es gerade spannend ist, den Break machen. Denn wir haben die 30 Minuten mittlerweile voll und wir wollen euch ja hier auch nicht eine Stunde lang an den Monitor fesseln. Deswegen speichern wir hier einfach gleich ab. Seid doch bitte so nett und lasst mir ein paar Kommentare da. Wie findet ihr Aurion? Hat es euch bis jetzt gefallen? Habt ihr es vielleicht selber und spielt es sogar? Wenn ja, was wird uns noch erwarten? Also nicht zu viel verraten bitte, denn niemand mag, wenn man die Geschichte schon gespoilert bekommt. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, damit ihr keine weiteren Folgen verpasst. Schaut euch auch gerne mal auf der Homepage um, www.abubambule.tv, da haben wir natürlich noch viele, viele weitere Let's Plays für euch. Unter anderem zum Beispiel Doom, Overwatch, Hearthstone, Transocean 2 Rivals und so weiter und so fort, Far Cry Primal etc. etc. Guckt einfach mal rein und ansonsten freue ich mich auf sachliche Kommentare und Kritik. Oder eben Daumen nach oben und ein Abo. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Tag und wenn ihr wollt, sehen wir uns demnächst wieder. Bis dahin, ciao, ciao!